Situation ist bekannt, war bekannt. Wir haben die letzten Wochen, die letzten Spiele nicht so performt, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Wir waren auch am Freitagabend nach dem Spiel in Duisburg enttäuscht über das Resultat. Nicht unbedingt enttäuscht über die Leistung der Mannschaft, aber über das Resultat. Trotzdem gab es natürlich für uns dann Anlass, mal die letzten Wochen Revue passieren zu lassen, inklusive dieses Duisburg-Spiels. Und wir haben uns jetzt dann die letzten drei Tage intensive Gedanken gemacht, was das Beste ist für den Verein. Jetzt ist auch die Mannschaft in der Verantwortung. Das ist ganz klar. Ne? Die Entscheidung, Benno als Cheftrainer zu entlassen, das muss ich ehrlich zugeben, war schon eine schwere Entscheidung, weil ich Benno einerseits als Trainer wie auch als Mensch sehr schätze. Und von daher gesehen ist auch jetzt die Mannschaft ein Stück weit in der Verantwortung. Biro ist ehemaliger Löwenspieler. Biro ist absolute Identifikationsfigur hier im Verein. Biro weiß, wie der Verein tickt. Er ist auch emotional sehr mit dem Verein verbunden. Und da habe ich auch in Biro ganz, ganz großes Vertrauen, dass er mit seiner akribischen Arbeit, aber auch wie er als Mensch rüberkommt, dass er wirklich da neues Feuer entfachen kann. Ich habe keine zwei Sekunden überlegt, weil ich hänge sehr an dem Verein und ich bin auch überzeugt von der Qualität von der Mannschaft. Ich kenne die Spieler, die haben einen guten Charakter und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir trotzdem in der schwierigen Situation trotzdem dran glauben, Überzeugung reinbringen in die Mannschaft, auch trotzdem wieder einen gewissen Spaß reinbringen im Training, damit sie wieder an sich glauben, damit sie auch mit einem guten Gefühl am Sonntag in das Spiel reingehen gegen Braunschweig, mit einer guten Taktik, wo sie sich da ein bisschen orientieren dran können, wo sie sich dran halten können. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir schon die Möglichkeit haben, wie der Oliver Kreuzer gesagt hat, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und das ist immer noch, sage ich mal, eine gute Ausgangsposition, auch wenn es momentan 17. sind, aber wir können es aus eigener Kraft schaffen und das muss jedem bewusst sein. Und deswegen gehen wir dann jeden Tag auf den Trainingsplatz, trainieren hart bis Sonntag. Dann werde ich entscheiden, wer aufläuft und dann glaube ich, wenn wir am Sonntag ein gutes Spiel machen. Wir müssen alle in eine Richtung gehen, an einer Linie, in die richtige Richtung gehen. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft dann auch eine gute Arbeit machen werden, vor allem dann auf dem Platz auch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil Gerede ist jetzt genug geworden in den letzten Tagen oder letzten Wochen. Entscheidend ist ein altes Sprichwort, aber es ist einfach so, entscheidend ist auf dem Platz und dementsprechend werden wir das auch angehen. Natürlich ist es extrem wichtig, dass wir die totale Unterstützung der Fans bekommen jetzt. Speziell noch in den beiden Heimspielen. Und ich glaube einfach, dass auch die Mannschaft jetzt zeigen muss, dass das, was die Fans jetzt im Prinzip die ganze Saison uns gegeben haben, trotz oftmals mäßiger Leistung, haben sie immer wie ein Mann hinter uns gestanden und haben uns lautstark unterstützt, dass jetzt auch die Mannschaft in der Pflicht ist, etwas zurückzugeben und dass man dann im Prinzip, wenn der Funke vom Platz auf die Tribüne springt und auch umgekehrt, dass wir dann ein gemeinsames Wir-Gefühl schaffen. Das muss das Ziel sein und das bringen wir auch hin.